Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günner. Auch bekannt als Günther Shadow, wir sind zurück im faschistischen Italien. Das gleich Krieg gegen Irland und vielleicht auch noch gegen die Schweiz führen wird, müssen wir mal gucken. Irland können wir gleich machen, ne? 2. August müssen wir noch abwarten. Was ist hier? Achso, da ist noch dieser Angriffsbefehl, ne? Für den wir keine Linie haben. Ja. Das war ursprünglich geplant, dass... Ach komm, mach das Ding weg. So, komm, lass. Ist jetzt auch gut. Anspruch fingieren. Also nicht Anspruch fingieren, sondern Kriegsziel rechtfertigen gegen die Schweiz. So sieht es aus. Und jetzt können wir mal hier ein bisschen noch gucken, was wir machen. Da gibt es wieder ein Gefecht. Okay, lass das mal weg. So, wir können jetzt Irland angreifen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so reüssieren werden hier mit unseren Guinness-Exern. Ich kann auch an sich nicht wirklich empfehlen, einen Guinness auf Ex zu trinken. Ich muss nur gerade gucken, ob ich es richtig geschrieben habe. Na, mit Doppel-N, ne? Hab's nur mit einem N geschrieben. Gut. Okay, dann würde ich trotzdem hier sagen, Feuer frei. Wir brauchen nur eine Provinz, das reicht schon. Ebenso gegen die Schweiz. So, Irland macht jetzt auch bei der chinesischen Front mit. Ach du Jemine. Guck dir das mal an. Die Sowjetunion, ne? Die alten hinterfotzigen Kerle da. Den Victory Point, den Siegpunkt, den wollen sie halten, ne? Auf Teufel komm raus. Warum stehst du eigentlich jetzt hier oben? Du hättest eigentlich auch hier runter gemusst, ne? So. Wir können eine neue Politik machen, machen wir jetzt aber mal gerade noch nicht. Gegen dich haben wir noch kein Kriegsziel gerechtfertigt, was ich merkwürdig finde. Dann machen wir das ganz schnell noch. Die libysche Infanterie-Struktur fertig. Machen wir die Infanterie noch. Wir brauchen sie nicht mehr, ne? Wir brauchen sie nicht mehr. Wir können die Leichtschiffe nehmen. Ich habe halt hier auch noch ein paar Regimenter. Weil der Krieg mit der SU, der hat sich noch nicht so ein... Der bahnt sich auf jeden Fall noch an, aber der hat sich noch nicht ereignet, ne? Komm. Ach, Liberia. Dich nehmen wir schon mal irgendwie mit. Nein, wir machen keinen Nicht-Angriffspakt. Na komm, du nimmst mal gerade 6 Regimenter. So. Und schick sie mir mal da runter. Ich glaube, damit hat Norwegen keine Flotte mehr, kann das sein. Wir haben außerdem wieder Fabriken übrig. Gucken wir mal gerade. Wir haben eigentlich momentan von allem genug, ne? Wie sieht es rohstoffmäßig aus? Da haben wir auch von allem genug. Da könnten wir theoretisch sogar noch eine andere Produktionsform wählen, ne? Ist aber Käse. Wir bauen ein paar Bomber. Ja, wir brauchen viel mehr Bomber. Vielleicht können wir auch direkt nochmal schnell bei unseren Bauvorhaben gucken. Dann gehen wir nämlich nochmal gerade hin und machen in den USA nochmal ein paar Militärfabriken. Krieg gegen Irland läuft gut.
du bist bei 97%. Wir dürfen jetzt hier auf gar keinen Fall... Wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall größere Gebietsgewinne gegen Schweden verzeichnen. Bitte. Vorsichtig, Mädels. Bitte bleibt vorsichtig, Mädels. Okay. Wir haben außerdem noch zwei Marines hier, die wir damit reinstecken können und hier rüber schicken können. Wir brauchen einfach nur, wir halten Finnland einfach mal nur besetzt. Norwegen bekommen wir vielleicht noch. Irland hat kapituliert, das ist hervorragend. Zugleich hier auch einen Angriffsbefehl draufsetzen. Sind da noch irgendwelche Trüppchen? Nee, ne? Nicht mehr angreifen. Ah doch, warte. Wann willst du denn da sein? 17 Stunden. Ja, dann tun wir so, als würdest du angreifen. Ja, fass mir das da mal zusammen. Und zurück. Oh, machst du da mal mit? Ah, wir haben freie Werften. Wir machen noch ein paar neue Soldati. Für unsere Miniflotte. Hat die Miniflotte eigentlich schon ein Einsatzgebiet? Nordsee, die patrouilliert hier, okay. Ja, ist eigentlich gut. Ich habe schon geringe Mannstärke. Ich bin wieder 588.000 oder meine Fresse. 170.000 verloren. Ah, wir haben so viele Luftgeschwader auch im Einsatz, ne? Also ich glaube, das sah hier besser aus. Oh, Finnland ist ja schon fast weg. Finnland ist ja schon fast weg, Mädels. Wollt ihr den nicht ausführen, den Befehl? Ja, wir können die Schweiz angreifen, das ist gut, das machen wir auch. Volle Möhre, bitte. Jetzt als nächstes kommt Afghanistan. Dann kommt Liberia. Am 19. August ist es morgen. Stopp. 10% kommunistisch. Komm. Nee, ich könnte jetzt ein paar dumme Sprüche machen, will ich aber nicht. Kommen sie schon. Komm, wir nutzen da die Chance noch. Wir können Liberia noch den Krieg erklären. Wir können Liberia noch erobern. Komm, schnell. Trotzki überlebt den Mordanschlag.
Vor wenigen Stunden hat Leo Trotzki in seinem Haus in Mexiko-Stadt nach einem heftigen Zweikampf einen Attentäter getötet mit dem Eispickel, mit dem dieser Trotzki ermorden wollte. Der Attentäter ist als spanischer Staatsbürger identifiziert worden, der in den Diensten des NKWD gestanden haben soll. Leo Trotzki war einst der oberste Stellvertreter und mutmaßliche Erbe von Wladimir Iljitsch Lenin, aber nach einem verlorenen Machtkampf wurde er von Josef Stalin aus der Sowjetunion ins Exil verbannt. Während einer Pressekonferenz verurteilte Trotzki den Mordanschlag als weitere feige Verschwörung, die Stalin ausgeheckt hat, also habe, ne, um seine Kritiker zum Schweigen zu bringen. WTF, die Deutschen sind da mit drin im Krieg gegen die Schweiz? Shit. Ich hasse das zu teilen. Ich hasse es zu teilen. Ah, Mist, da oben kommen wir nicht mehr. Da oben kommen wir nicht mehr ran, oder? Schicken wir den noch hin. Schick mir den noch hin. Und du gehst da hin. Nee. Wen habe ich jetzt losgeschickt? Dich, ne? Komm hier, du kannst da noch mit drauf, ha? Ich krieg Norwegen leider nicht dazu zu kapitulieren. Das ist das Dumme an der Sache. Komm, Portugal. Ha, runter. Ein Regiment. Schnell, schnell, schnell. Hier sind die Panzerregimenter. Schneller. Schnell, 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 wir haben es gleich. Die Guinness-Exer müssen noch schnell in Liberia sein. Okay. Afghanistan hat kapituliert, das ist hervorragend. Dann, wir machen eine Rückzugslinie für dich hier. Erstmal übergangsweise. Nein, die erobern gerade Gebiet von mir. Schneller, 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 schneller. Okay, gut. Ich glaube, das kriegen wir noch gerade so hin mit Liberia. Dann haben wir halt nur noch Südamerika, Leute. Das müssten wir nämlich jetzt schaffen eigentlich auch, ne? Mit 120 an der Frontbrücke. Oh, wir haben knappen Nachschub. Kriegen wir Finnland noch zur Kapitulation vorher? Die sind bei 99. Wenn wir da noch eine Provinz erobern, dann haben wir es doch. Oder zwei oder so, ne? Also, da braucht man doch nicht mehr viel, ha? Gut. Hier nur nicht zulassen, dass sie da abhauen. Oh, wieso sind die jetzt weg? Shit, der konnte die Truppen irgendwie auflösen oder so. Das geht, glaube ich, noch in der Version des Spiels, ne? So, zeigen wir mal schnell. Ah, Liberia kriegen wir. Komm, komm, komm. Hey, hallo? Da wird nicht mehr lange überlegt, da wird einfach hier, da kommt einfach alles drauf, was da ist. Sollen wir schnell noch die Gelegenheit nutzen und doch noch irgendwas aus Südamerika mitnehmen? Ich bin gerade zwiegespalten. Es könnte ja schnell gehen. Kolumbien, Ecuador. Ich weiß nicht, wir haben schon September 1940, ne? Ich möchte vermeiden, dass hier die Kacke richtig am Dampfen ist. Komm, Monrovia haben wir auch. Gut, okay. Liberia ist damit weg. Jetzt mir die bitte alle wieder aus. Schickst mir die Russenklatscher wieder zurück, da wo sie hier hingehören. Die Guinness-Exer.
Sollen wir die noch irgendwie... Ich weiß nicht. Argentinien könnte sich noch lohnen. Honduras lohnt sich eigentlich nicht mehr hier. Also das Dumme ist, das kostet halt alles viel mehr politische Macht. Wenn wir es... Achso, aber warte mal. Hier ist doch der Panama-Kanal, ne? Stimmen wir die mal hier hin. Vielleicht kommen wir noch dahin. Also, wobei ich auch finde... Also hier ist es jetzt so, wir könnten noch hier Panama mitnehmen, ne? Kriegsgrund gegen Panama und dann attackieren. Das sind Demokraten. Ja, doch, versuch das doch mal. Das ist gut, dass ihr hier alle anhaltet, ne? Sorry, das machen wir jetzt aber ohne taktische Raffinesse, aber ihr müsst doch mal hier gegen die Schweiz jetzt klarkommen. Wir können das ja auch nicht den Deutschen überlassen, hier Zürich zu erobern, ne? Frage ist jetzt halt, ob wir die Chance noch nutzen, in Südamerika was zu machen. Weil nachher werden die sich halt der Achse oder so anschließen. Oder halt der SU. Und das ist dann wieder Kacke, ne? Die sind grün, das geht gar nicht. Die muss ich erobern. Honduras ist grün. Das geht hier überhaupt nicht. Komm hier. Irgendwie so. Ah ne, das geht nicht. Wir gucken mal, ob wir es schaffen, da hochzukommen. So, wir machen mal bitte Folgendes. Was ihr da macht, geht mir noch gerade ein bisschen gegen den Strich. Ich würde es nämlich lieber sehen, wenn ihr hier die Frontlinie dicht macht. Ja, wir haben halt so viel... Wir haben so viel Verschleiß. Durch den geringen Nachschub, ne? Das ist irgendwie kacke. Und kriegt ihr es da noch hin vielleicht? Die Schweiz hat kapituliert. Die Deutschen haben es dann doch geschafft, weil die KI sich nur gegen uns so wirklich gewehrt hat. Okay. Aber gut. Die Schweiz ist weg. Das ist schon mal passabel. Ich muss gerade überlegen. Peru gehört noch zu uns. Kolumbien gehört noch nicht zu uns, ne? Das hängt davon ab, wie schnell wir da drüben sind. Wir haben doch noch, haben wir schon die Fallschirmspringer fertig? Kein Gebiet festgelegt, sollte ich vielleicht noch machen, ne? Komm, Kampagne. Ich kann sie eh nicht in Übersee starten lassen, von daher ist es relativ latte. Ach, guck mal da, da oben sind noch ein paar Schweden.
du ihnen da so den Weg abschneiden? Wobei die sich bestimmt über die SU mit Nahrung versorgen können oder so. Das könnte ich mir noch fast vorstellen. Sind wir schnell? Sind wir schnell genug? Da kommen die ersten drei Panzerdivisionen. Wir könnten es ansonsten vielleicht auch noch schaffen. Wobei ich hätte die Expeditionsarmee aus Venezuela annehmen können, ne? Und dann mit den Kolumbien angreifen. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen sollen. Wir haben Oktober 40. Ja, auf der anderen Seite, wenn wir die... Ich darf vor allen Dingen auch nicht Kuba vergessen und so, ne? Die müssen wir irgendwann auch noch nehmen. Haiti. Dominikanische Republik. Ich meine, das ist halt... Das wäre halt noch die Gelegenheit. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ja. Also schaut's euch an, ne? Wir kontrollieren jetzt schon irgendwie alles. Grübel, grübel, grübel. Ich grübel immer noch. Ja, wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch, bis unsere Truppen drüben sind. Komm, Kriegsziel gegen Kolumbien können wir, glaube ich, echt noch rechtfertigen. Und gegen Panama auch noch. Ich meine, das kostet halt uns drei politische Macht. Das dauert 15 Tage. Das geht halt so ultimativ schnell. Da könnten wir noch ganz andere südafrikanische Staaten mitnehmen. Ne? Südamerikanische Staaten. Ich glaube, wir nehmen die noch mit, ja. Wir haben momentan die Möglichkeit, Nichtangriffspakt mit Ungarn und der Slowakei lassen wir direkt weg. Schade. Ich kann hier wieder mit meiner... Ich kann mit meiner Armeeerfahrung... Kann man da echt nicht... Ah doch, warte. Ich könnte meinen leichten Panzer verbessern. Den Maxentius, das Maxentius-Modell. Das ist noch eine Idee. Der wird dadurch ein bisschen langsamer. Ich könnte noch den Motor verbessern. Für 170 Punkte. Machen wir. Das bist jetzt du, ne? Stopp. Ne, lass mal hier. Panzerungsgrad 70. Panzerungsgrad 70, weicher Angriff 18, 12-1, 12-1, 12-0. Hä? Sag mal, habe ich hier irgendwas, irgendwas wirklich verbessert? 14, 16-8, 18-2. Okay, also du, der L6 Mark II. Noch ein paar ordentliche leichte Panzer. Ich brauche irgendwann mal auch ein paar bessere Panzermodelle, aber die muss ich ja auch erstmal forschen. Ich meine, wir erobern und bauen ja schneller, als wir hier forschen können. Ne? Ist ja schon sehr bezeichnend. Wir fügen außerdem noch ein Schlachtschiff hinzu. Okay. Oh. Naja, dann machen wir es hier so andersrum, ne?
Okidok. Wir halten die Schweden noch ein bisschen hin. Halte die Schweden noch ein bisschen auf. Panama ist gleich bereit. Kommen wir hier unserem Ziel näher. Wir haben den Fokus auf die Leichtschiffe abgeschlossen. Die Luftfahrtinnovation machen wir noch nicht. Machen wir die Spezialeinheiten. Wir machen mal die libyschen Infanterie, Raffinerien noch. Die werden nicht mehr brauchen, werden, weil wir eh so viele Ressourcen haben. Aber wir können es einfach mal machen. Einfach nur, damit wir es komplett haben. So. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Dann sage ich nochmal was zur Ideologie des Faschismus. Also in Anführungszeichen Ideologie des Faschismus. Weil die Frage tatsächlich ist, ob es das so jemals gegeben hat. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Oh je, ja, du hast ja noch eine lange Reise vor dir, ne? Hier habe ich dich aufgestellt, ne? 13 Divisionen, ja. Wir können eigentlich noch den Giovanni irgendwo aufstellen, ne? Warte mal. Das ist Käse. Machen wir mal irgendwie hier. Ja, ich habe es genau falsch rumgemacht. Egal. Auswahl bei diesem Spiel kann man besser machen. So. Angriffsplan 1. Angriffsplan 2. Und Angriffsplan 3. So. Bitte hier. Bitte hier. Kriegen wir Südamerika auch noch? Oh, das wäre so cool. Das wäre so cool. Das lasse ich mir noch mal ein paar, tausend Rekrutenreserven kosten. Nach Bedarf wäre das nächste, was wir wahrscheinlich brauchen, um gegen die 75% oder mehr im Vergleich zu unserer Armee. Achso, wenn die Feindstärke größer ist, ja. Das könnte sich einrichten lassen, das müssen wir mal gucken. Okay, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ciao.